Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir besprechen heute ein Thema, das seit einem Jahrzehnt diskutiert wird und das uns, so wie man auch in der Debatte sieht, uns alle wirklich berührt. Pflege ist das Thema der Gesundheitspolitik in der 18. Legislaturperiode. Und durch das erste Pflegestärkungsgesetz hat diese Große Koalition die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen spürbar erweitert. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren werden dank dem zweiten Pflegestärkungsgesetz noch in dieser Wahlperiode eingeführt werden. Und vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen und Demenz werden dadurch bessergestellt. Diese Reform der Pflegeversicherung ist die größte seit ihrer Einführung und war notwendig und ist richtig. Wir als Union, und das möchte ich schon unterstreichen, sind weder in irgendeiner Hurra-Stimmung, aber wir sind auch nicht in einem Missmach-Modus. Das möchte ich ja schon einmal klar auch sagen. Und ich glaube auch, uns eint doch hier das Ziel, dass wir Verbesserungen wollen. Ich glaube, das ist die Situation. Aber ich glaube auch, dass, wenn ich die Diskussion hier mitverfolge, dass hier die Situation der Pflege in Deutschland teilweise schlechter geredet wird, wie sie ist. Und das, glaube ich, ist jetzt etwas unfair. Um die Situation, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Pflege zu verbessern, müssen wir aber nicht nur die Situation der Menschen mit pflegerischem Versorgungsbedarf und den Angehörigen im Blick haben. Nein, wir müssen auch die Situation der in der Pflege tätigen Berufsgruppen verbessern. Wir müssen Versorgung ganzheitlich betrachten, das ist wesentlich. Und Verbesserungen sind nur dann möglich, wenn wir diesen Dreiklang der Betroffenen aus Pflegebedürftigen, Angehörigen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeberufen optimieren und hier keine Gruppe ausklammern. Deshalb diskutieren wir und deshalb muss auch in aller Deutlichkeit gesagt werden, ohne Veränderung keine Verbesserung. Und wir wollen natürlich auch diese Berufe und diesen Beruf zukunftsfest machen. Daher steht für mich außer Frage, dass wir die Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte, egal ob in Vollzeit, Teilzeit oder in der Ausbildung, verbessern müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei dieser Diskussion natürlich die Pflegeschulen nicht vergessen. Wir brauchen hier für die Schulen auch Bestandssicherung. Und da darf es auch keine Rolle spielen, ob diese Pflegeschulen groß oder klein sind, ob sie auf dem Land sind oder ob sie in der Stadt sind. Und ich bin hier sehr dankbar, dass wir hier in diesem Entwurf auch diese Möglichkeit der Kooperation unter den Schulen haben, weil das für uns wesentlich ist. Und wenn wir schon beim Thema Schule sind, dann möchte ich in aller Deutlichkeit hier auch unterstreichen, dass wenn wir alle darin immer wieder durch die Lande ziehen und über ein duales Ausbildungssystem reden, dass wir dann, wenn es wirklich darauf ankommt, hier eine Diskussion teilweise führen, wo wir sagen, ja, Akademisierung des Berufs und solche Sachen, kann ich nur sagen, das ist weltfremd. Wir brauchen eine Akademisierung, vollkommen klar. Aber ich glaube, hier dieser Vorschlag zwischen 10 und 20% ist maßvoll und ist auch richtig. Ich glaube, das duale Ausbildungssystem in Theorie und Praxis ist unser System für die Pflege. Und es ist auch klar, dass der Zugang zu diesem Beruf selbstverständlich auch über die Mittelschulen und über die Hauptschulen, somit über alle Schultypen gelingen muss. Wir werden jede junge Kraft in diesen Berufen jetzt schon brauchen und auch in Zukunft. Es ist vorher schon angesprochen worden, deshalb spare ich mir auch den Bereich, was das Schulgeld und dergleichen bedeutet. Schulgeldabschaffung war überfällig und deshalb sind wir froh, dass das dieser Gesetzentwurf vorsieht. Wesentlich ist allerdings für uns, dass die Inhalte in der Verordnung und auch in den Eckpunkten klar sind. Und es ist aktuell so, dass die Eckpunkte gut gewählt sind, aber halt Überschriften sind. Der Inhalt, das Fleisch, das fehlt. Aber es ist auch klar, dass im parlamentarischen Verfahren, und das ist zugesagt, dass wir hier diese Diskussion führen.
und dass wir in den Anhörungen und alles, was dazu geplant ist, wir haben hier einen klaren Zeitplan, dass man hier auch kritisch noch mal drauf schaut, dass man diskutiert, das macht doch unsere Demokratie auch aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, es ist notwendig, wenn wir immer über Arbeitsbedingungen sprechen, wenn wir über Regelungen sprechen, dass wir einen Beruf attraktiv machen, dass es natürlich hier nicht nur bei Worthülsen bleibt. Es ist notwendig, dass man hier auch die Gewerkschaften an die Seite nimmt, dass man hier natürlich, wenn ein Beruf, Krankenpflege, Altenpflege, Kinderkrankenpflege, hier in einem Beruf münden soll, dass es vollkommen klar ist, dass hier für gleiche Leistung auch gleiche Bezahlung notwendig ist. Und das ist keine Sonderleistung, sondern das ist anständig in meinen Augen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin dem BMG und auch dem Herrn Minister sehr dankbar, dass er hier nicht die Augen zumacht und sagt, ja, es ist alles eitel Sonnenschein, es ist überhaupt kein Problem, die Pflegeszene ist glücklich, das ist ja nicht so, das wissen wir. Hier gibt es sehr, sehr viele kritische Ansätze. Hier ist Angst im System und dass er sich diesen Fragen auch stellt. Am 30. April wird er dazu in Bayern sein und hier werden alle in der Szene betroffenen Entscheider auch dabei sein und werden zu diesem Thema offen diskutieren. Da muss ich schon auch mal sagen, das ist ein ganz, ganz starkes Stück gelebter Demokratie und Mitsprache und dafür herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch hier zum Schluss kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eines nicht vergessen, dass diese Sorgen und Nöte der Beschäftigten, dass man die inhaltlich angehen muss, dass man sie aufklärend angehen muss. Und ich glaube, der Ansatz, Kollege Lauterbach hat das hier auch versucht, dass man hier wirklich sagt, was ist der Inhalt, der fachliche Inhalt, und dass man das Ganze auch zeitgemäß ausrichtet, dass man auch diese Dinge wie Volkskrankheiten, Demenz, die uns in den nächsten Jahrzehnten dauerhaft beschäftigen werden, dass die sich auch hier wiederfinden in der Lehre, in der Ausbildung. Das, glaube ich, ist wichtig. Natürlich wissen wir auch, dass die Berufe gewisse Spezialisierungen haben. Ich weiß auch, dass es ein anderes Klientel ist, ob ich in der Kinderkrankenpflege arbeite oder in der Altenpflege arbeite. In Bayern würde man sagen, das ist ein ganz anderer Schlag von Mensch. Und so ist es auch. Und diese Diskussion, meine sehr geehrten Damen und Herren, dürfen wir nicht spalten führen, sondern wenn wir eine generalistische Ausbildung wollen, dann müssen wir versuchen, hier diese Hürden abzubauen. Aber wir müssen auch in aller Klarheit die Kritik ernst nehmen. Und wir dürfen nicht die Augen verschließen für die kritischen Stimmen. Das werden wir tun. Und dann werden wir sehen, auch in welcher Geschwindigkeit wir das Ganze erledigen werden. Und ich glaube, nach einer 10-jährigen Diskussion wird es nicht darauf ankommen, ob wir vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause eine Entscheidung treffen. In diesem Sinne, gute Beratung und herzlichen Dank.